Hallo, herzlich willkommen. Heute, wie nennen wir das? Nennen wir das Gratin? Wir nennen es Gratin, komm, ist egal. Wir machen ein Kartoffelgratin mit Käse- und Gemüse-Upgrade, würde ich das jetzt mal nennen. Also, wir machen Gemüseauflauf. Gemüseauflauf. Ja? Ja, wir nennen das Gemüseauflauf, komm. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, Gemüseauflauf bzw. Kartoffelgratin. Ein Gratin besteht normalerweise, ich weiß, für den einen oder anderen muss da immer Käse drauf. Ich habe es immer ohne gelernt, also Milch, Sahne, ein bisschen Knoblauch, Kartoffeln runterkochen, also in eine Auflaufform, Backofen runterkochen lassen, bis es schön sämig ist, fertig. Das ist für meine Begriffe immer ein Gratin gewesen. Ich weiß, dass in der Schweiz zum Beispiel der Käse drauf kommt, ein Gruyère zum Beispiel oder Parmesan kommt gerne auch mal mit drauf, ja, oder ein richtig würziger Emmentaler, irgendwas in der Richtung. Kann man auch machen, kein Problem. Wir machen heute, also ich habe hier einmal die Kartoffeln geschnitten, die sind so geschnitten, wie man die für ein Gratin schneiden würde, also in Scheiben, in dünne. Schau. So. Dazu habe ich hier noch, also irgendwas an Gemüse, was ich gefunden habe. Ich habe hier Spitzkohl gefunden, ich habe hier Möhren gefunden, ich habe Lauch gefunden. Darüber hinaus habe ich hier noch eine Zwiebel, klein geschnitten. Dann habe ich hier zwei Sorten Hartkäse. Einmal Parmesan und Emmentaler. Zack. Champignons, Sahne, Paprika, Thymian, Gorgonzola und Brie. Ihr könnt im Prinzip jeden anderen Käse nehmen, den ihr wollt. Ihr könnt auch einen Stilton nehmen, ihr könnt einen Batavia nehmen, das ist egal. Ja, was ihr möchtet. Also ich nehme jetzt hier einen Blauschimmelkäse einfach noch mit her, weil ich den gleich noch so in dem Gratin so ein bisschen mit versenken möchte. Und den Brie lege ich oben noch so ein bisschen drauf, verteile das dann halt so. Das wird schon, das wird lustig. Okay, Champignons schneidet ihr bitte in Scheiben. Kann man das sehen? Ja. Ja? Ja. Seid da jetzt auch nicht irgendwie, macht das jetzt nicht mit dem Zentimetermaß, sondern schneidet es einfach so runter, wie ihr das gerne möchtet. Das, was ich jetzt hier mache, funktioniert auch übrigens nur mit Kartoffeln. Also es muss nicht mit Gemüse sein. Ihr könnt auch einfach nur Kartoffeln nehmen, das geht auch. Okay, dann habe ich hier einen Topf. Eieiei! Vorsicht heiß. Holla! Ja, ich weiß noch warum. Ich habe die Flamme an. Ja, ich habe die Flamme angelassen. Das war ein bisschen dumm von mir. In den Topf hinein geht etwas Öl. In den Topf hinein gehen die Zwiebeln. Ich habe hier Thymian, den können wir auch schon mal ein bisschen abzupfen. Das mache ich jetzt gleich. Ich werde jetzt gleich hier eine Soße kochen, sozusagen. Wenn man das so möchte, kann man das Soße nennen. Aus Zwiebeln, ein bisschen Gewürz, Brühe und Sahne. Sahne. Dann gebe ich den Thymian schon mit dazu. Ich gebe etwas Majoran mit dazu. Salz und Pfeffer, ein ganz kleines bisschen. Wenn ihr Brühe schon drin habt, braucht ihr gar nicht so viel zu nehmen. Vorausgesetzt, die Brühe ist gesalzen. Das war jetzt eine Gesalz, ich habe die vom Alex geklaut. Ich bin fertig, habe ich ihn von seinem Posten weggenommen. Frech, wie du bist. Bitte? Frech, wie du bist. Hey, der sucht die gleich. So. War der Chef gerade hier? Hat der hier gerade was weggenommen? Ja, habe ich, Alex. Ich habe dir was weggenommen. Eine Paprika. Die schneiden wir auch in Würfel, schneiden wir sie gleich runter. So. Also man kann das hier als Hauptgang essen, du kannst auch als Beilage essen. Das geht auch. Wobei mit den ganzen Zutaten wäre es eigentlich eher so ein Standalone-Gericht, ne? Oder? Du stehst ja auf Kartoffelgratin, ne? Ja. Wie hast du das immer gemacht? Ja, ganz klassisch eigentlich. Mit oder ohne Käse? Kommt drauf an. Meistens aber wirklich ohne sogar. Du kennst ja die drei magischen Worte in der Küche, ne? Wir überbacken das. Oder? Ja, wir überbacken das. Richtig. Wenn mal nichts funktioniert, geht 1000% überbacken geht. Der André. Hallo André. Du meinst, du kannst dich hier reinschleichen, ne? Okay. Wir kochen das jetzt einmal auf. Und dann
Ihr könnt, es gibt zwei Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Ihr könnt den Gorgonzola und den Hartkäse da drin versenken und könnt eine Käsesoße daraus kochen. Sollen wir das machen? Ich würde es, also tatsächlich finde ich das schöner, wenn man den Gorgonzola so als kleine Stückchen so mit im Gratin sieht. Das finde ich schöner. Also nicht machen? Nee, aber es geht. Ich wollte doch nur eine Option aufzeigen. Stefan, warum schreist du mich denn wieder so an? Ich wollte doch nur eine Option aufzeigen, also wie es auch geht. Also ich fand die Idee jetzt eigentlich gut, aber du hast echt? Ja gleich... Echt? Warum findest du die gut? Weil deine Ideen meistens gut sind, die du spontan hast. Dann schmeckt es hinterher meistens geil. Aber meistens? Habt ihr das gehört? Meistens? Ja, manches kann ich ja nicht probieren. Das weißt du ja. Und deswegen kann ich ja jetzt nicht sagen, letztens alles. Hast du ganz mutig die Chili probiert. Das stimmt, ja. Das wie ging es dir danach eigentlich? Nee, das ist gut gegangen. Das hat doch geklappt, ja. Siehst du? Hast du übrigens gesehen, dass die Leute dich auch mal kochen sehen wollen, Stefan? Sie wollen dich hier sehen. Ja. Hier. Mit mir zusammen. Wir bauen ein Stativ auf. Okay. Und dann kochen wir zusammen. Ja, das ist dein Lieblingsgericht, das Stefan. Das können wir mal machen, ja. Habt ihr das alle gehört? Hoffen wir, du schneidest das raus. Nee, können wir machen, klar. Ja. Der Philipp filmt dann. Ja. Und kommentiert. So. Jetzt, wir machen Hälfte, 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 okay? Hälfte, Hälfte. Den Käse, der da liegt, den machen wir so als Einzelnes rein und dann gebe ich den Hartkäse jetzt so dazu, okay? Ja, okay. Okay. Sobald Käse drin ist, dürft ihr jetzt auch nicht weggehen. Ne? Da müsst ihr natürlich auch dabei bleiben und ständig umrühren. Dankeschön. Wir hatten mal einen Koch hier, der hat es immer ganz eilig gehabt. Er hat Kartoffeln genommen, in Scheiben geschnitten, hat die in der Sahne gar gekocht, hat das in Blech verteilt, ne? Und hat das dann nur bei Oberhitze gratiniert. Also an alle Kollegen, die da draußen zuschauen, das geht auch. Macht man aber nicht. Das geht doch nicht. Da kommt das Kartoffelgratin KSK. Ja. Kartoffelspezialkommando. Nicht nur die Gulaschpolizei oder die Carbonara Carabinieri. Nein, nein, nein. Da kommt dann noch die Gratin-Gestapo oder was? Ach, herrlich. Wir haben einen Hinweis erhalten. Oh, schön. Das werden wir büßen, oder Stefan? Ja, wer weiß. Also das Gericht dient eigentlich auch mehr dazu, sag ich mal, so die Käsereste, die man so ein bisschen noch hat, die kannst du auch wunderbar verarbeiten und sowas. Also das ist kein Thema. Verteilen wir das schon mal. Magst du Kohl in Aufläufen? Ich muss gerade mal überlegen, ob ich je schon mal Kohl in einem Auflauf gegessen habe. Ich glaube nicht. Also ich mag das tatsächlich. Also ich mag das gerne. Und ich bin auch dann ein ganz großer Freund davon, da Kümmel mit reinzuschmeißen. Ne? Also ja. Weil ich halt Kümmel gerne mag. Ja, du bist ein Kümmelfreund auch, ne? Ja. Ja. Ich finde das ja nicht schlimm. Also ich mag das auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich Fan davon bin, aber, nein, aber ich, es schmeckt also, mir durchaus. Ja, ja, genau. Es unterstreicht halt. Ne? Ja. Also es ist in manchen Gericht, es passt ja jetzt nicht überall dazu, ne? Aber es ist in manchen Gerichten sehr, sehr angebracht. So wie jetzt hier Muskatnuss angebracht wäre. Die aber nicht hier auf dem Brett steht. Und der André ist weg. Ah, André, kannst du mir ein bisschen Muskatnuss besorgen? Bitte was? Kannst du mir ein bisschen Muskatnuss besorgen? Ich habe das vergessen. André, danke. André. Boah, das riecht schon gut, ne? Jo, jetzt kommt es ja auch an, ja. Ich fahre jetzt demnächst in die Schweiz, Stefan. Und ich werde mich da dem absoluten Käsegenuss hingeben. Wenn ein Schweizer zuschaut, und ich weiß, ihr schaut zu, ihr habt echt eine geile Küche, wirklich. Wirst du auch Käsefondue essen? Ich werde alles essen. Ich werde Elbla Magroni essen, ich werde Käsefondue essen. Die müssen wir noch machen, ne? Elbla Magroni. Elbla Magroni müssen wir machen, genau. Aber ich guck mal, ob ich da jemanden finde, dann würde ich tatsächlich sogar, würde ich das mit dem Handy filmen und dann würde ich dir das zuschicken, ob du das auch bereiten kannst. Ja. Es ist eine bereits geriebene Muskatnuss, die ich verwende. Also ich habe einmal Käsefondue in der Schweiz gegessen. Ja. Da war ich aber noch sehr jung. So. Musstest du danach in die Klinik? Nee, das nicht, aber... Ins Spital?
aber ich war, also mein Vertrauensverhältnis zu Kellnern, die gesagt haben, das ist ein leckeres Fondue, war dann doch sehr gebrochen, muss ich sagen. Also ich bin auch eher, also mehr als Fondue esse ich lieber das Raclette, also das Schweizer Raclette. Ja. Also wenn die da mit diesem Leib dann ankommen und den so runterschieben, so, ne? Also weißt du, wie ich das meine? Da ist dieser Käse in diesem Rad eingespannt. Ja. Und dann ist da so eine Wärmelampe drauf, ne? Und dann schieben die den Käse so runter. Ach, ist herrlich. Also ich weiß ja nicht, ob sich das nochmal unterscheidet, aber wir hatten halt wirklich einfach nur einen pottflüssigen Käse, ja, mit und Weißwein dazu Weißbrot. Drin. Ja. Und dazu halt Weißbrot zum Dippen. Ja. Ne? Und ja. Das erste Stück war okay. Und ja, danach wird es viel halt, ne? Es wird viel, ja. Ja, ja. Und das zieht sich dann auch. Ja, bitte? Das zieht sich dann auch. Ja, klar. Ja, also auch da, wenn ein Schweizer zuschaut, kommentiert das bitte mal und sagt mal, was so das euer Rezept für ein wirklich geiles Käsefondue ist. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Also wenn ihr das für eure Familie macht, ne? Jetzt probiere ich das einmal, weil das hier muss überwürzt sein. Und das ist es noch nicht. Also überwürzt bedeutet, es muss mehr Geschmack dran, also mehr Salz, mehr Pfeffer, als ihr es eigentlich sonst machen würdet. Warum? Das Gemüse ist völlig ungewürzt. Ja? Deswegen überwürzt man sowas, wenn man das da reingibt. Was anderes ist das, wenn das Gemüsereste sind, die schon gekocht sind oder was, ja, in Salzwasser. Dann nicht, dann das nicht überwürzen. Jetzt rühren wir das um. So. Achtet darauf, dass da genug Flüssigkeit drin ist. Für den Fall, dass da mal nicht genug Flüssigkeit drin sein sollte, weil ihr euch verschätzt habt oder ihr habt das zu stark einkochen lassen, geht einfach hin, nehmt ein kleines bisschen Sahne oder wenn ihr noch habt, etwas Brühe und gebt die nochmal drauf. So, jetzt nehmen wir hier den Käse, Gorgonzola, versenken den an prominenten Stellen. So. Na, guck mal, siehst du? Stefan, warum haben wir den denn nicht sofort mitgekocht? Du wolltest nicht. Du hast es erst vorgeschlagen und dann aber direkt wieder zunichte gemacht. Quasi. Ja, kann ja nicht sein, sowas. Ach, wenn Jamie Oliver mich jetzt sehen könnte, guck mal hier, wie ich den Käse behandle. Ich zerreiß ihn einfach. Ich schneide ihn nicht. Ich zerreiß ihn einfach. Kennst du doch die. Hör mal, also jetzt frage ich mal einen Profi. Du, also, hast du schon mal Jamies 15 Minuten Küche und sowas, hast du das mal gesehen? Hast du mal so ein Video gegeben? Ist das was Neues? Nein, ist schon, keine Ahnung, voll alt. Erstmal die Synchronisation, die geht ja gar nicht, ne? Hallo Leute. Hi Leute. Wir haben hier heute wieder ein Stück Butter zum Kochen. Ganz schlimm, ey. Und damit mache ich jetzt Folgendes. Geht nicht. Entschuldigung, geht nicht. Ich kann das nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Das ist ein guter Koch, ne? Keine Frage. Ich kann das nicht sehen. Mach mich irre. Ja, ich verstehe, was du meinst. Warum macht er das? Warum macht er das? Ich meine, auf Englisch geht das, ne? Mhm. Ist cool, aber auf Deutsch, nein. Nicht gut. Na gut, da kann er ja nichts für, ne? Das ist dann. Ich glaube nicht, dass er sich das ausgesucht hat, so komisch. Das muss doch einer abnehmen. Ja, aber das wird nicht er persönlich sein. Das glaube ich nicht. Das wird irgendeine Produktionsfirma sein, die die Rechte dafür hat und dann sagt, jo, hier, Deutschland. Machen wir jetzt so und dann. Ja. Okay, also ja, egal. Unsere Videos werden immer durch mich abgenommen. Und durch den Stefan und durch den André manchmal auch. Okay, das geht jetzt in den Backofen bei 160 Grad locker eine halbe Stunde. Wenn es zu dunkel werden sollte, oben abdecken. Aber auf Umluft dann, ne? Oder? Ja, bitte Umluft. Ober-Unterhitze geht natürlich auch, klar, dann müsst ihr ein bisschen mehr Zeit einplanen aber, oder vorheizen. Aber, ja, das wird super. Oh, guck dir das an. Hallo, kleiner Freund. Stefan, ist das nicht eine Schönheit? Voll. Das ist wieder so ein Gericht, wo man sich jetzt zusammenreißen muss, nicht direkt zu probieren, ne? Ja, vor allem hier diesen, den hier runterzureißen und den direkt so, ha! Ja.
Der klebt dann entweder hier an der Seite, an der Wange, ja, oder am Gaumen. Am Gaumen, ja. Ja. Da hast du doch mal eine Erfahrung mit einer Pizza gehabt. Ja, auch unter anderem. Ich erinnere mich daran. Ja. Da, etwa ein halbes Jahr her jetzt. Ja, da wolltest du auf einmal ganz schnell weg. Ja. Ja. Ist es dir danach nochmal passiert? Nee. Erzähl nicht. Nein, wirklich nicht. Okay. Bisher. Was nicht ist, kann auch werden. Ja. So, jetzt schauen wir einmal, ob das auch gar ist. Also die Kartoffel gibt da tatsächlich die Garzeit vor. Oh ja, und die ist gar. Ja. Probier das jetzt mal. Also das mit dem Überwürzen ist schon richtig. So, und jetzt haben wir hier, schau mal, jetzt haben wir hier, das ist sehr flüssig noch, ne? Guck mal. Ihr könnt das natürlich auch noch weiter runterkochen lassen. Also ihr könnt das noch weiter im Ofen lassen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr bindet die Soße vorher mit ein bisschen Mehl ab oder so. Das geht auch. Ich finde, das geht so. Wird das da jetzt nochmal einen Unterschied machen, je nachdem, ob man festkochende oder mehlig kochende nimmt, dass die ja auch nochmal mehr Bindung geben? Oder? Ja, bei einer mehligen, die gibt natürlich ein bisschen mehr Bindung. Aber merkt man es oder ist es mehr so marginal? Doch, man würde das merken, aber man würde das merken, wenn es kalt wird, vor allem dann. Okay. Wenn es ein bisschen runterkühlt, dann merkst du es auf jeden Fall. Ja. Aber für mich ist das jetzt hier so, das ist, es ist schon so, dass das sehr, sehr flüssig ist noch. Also man könnte es noch weiter runterkochen lassen. Ich probiere jetzt mal das einmal im Kompletten, ob das mit dem, ob die restlichen Gemüsesorten auch gar sind. Ganz ehrlich, Stefan, das ist so unfassbar lecker. Also, die Kartoffel ist schön weich. Wenn ihr jetzt eine mehlig kochende Kartoffel nehmt und die jetzt nicht gewässert habt, so wie ich, dann wird sich das stärker binden, auf jeden Fall. Und dann habt ihr das auch. Oder ihr nehmt mehr Käse. Nehmt mehr Käse, das geht auch. Okay. Ich esse das jetzt auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.